Willst du irgendwas? Oh, ich hab einen perfekt erhaltenen Dosenöffner. Wir werden gleich von einem Zombie besucht werden wahrscheinlich. Das ist ein Ralf sein Ding diesmal. Der darf auch mal. Okay. Schon tot. Die Hintertür wird zugemacht. Hab ich ihn erwischt? Geil. Ja, der ist tot. Ich habe hier eine weitere Sonnenbrille. Und zwar eine Designer. Wie nämlich? Ihr überseht ja alles. Ich sehe schon wieder, Alter. Ich bin gerade einfach nur rein, um zu gucken, ob hier was los ist. Eine portable Gaslampe habe ich gefunden. Ja, die haben wir doch schon. Ja, mit Gasanschluss und das Gas schon dranhängen. Haben wir doch. Habe ich schon hingebaut. Ach, das ist schon weggeschmissen oder was? Also ich habe... Nein, ich habe schon sowas. Wir gehen jetzt hoch, der Christoph und ich. Ja, ich bin oben. Ist was in der Tür? Nein. Schauen wir uns das Bett. Da ist nichts, ich sehe es schon. Da ist echt nichts. Okay, ich kann runter. Euch sagen, was ich noch habe, ist sogenanntes Wasser Purifier. Okay. Brauchen wir aber im Moment nicht. Ich meine, dass wir können. Geh mal raus. Vorne Haupteingang, seid ihr hinter mir? Ja. Ich lauf so ein bisschen. Das will der was zu fressen, der kann mich am Arsch lecken. Gerade eben wieder eine Dose Sardinen gefunden. Ja, wir sind hier noch nicht fertig. Ich geh mal in das Haus geradeaus rein. Na, das ist offen, da brauchen wir nicht rein. Wir gehen in das Grüne. Das wissen. In das Grüne gehen. Die Türe sind zu. Ist was drin? Sekunde, andere Seite noch. Ja, wenn man sicher geht, dass nichts. Ah ja, du könntest so ein Haus. Mein Fehler. Passt schon. Wo seid ihr? Irren ist menschlich. Jetzt heißt ihn als Mensch. Ein mächtiger Mensch. Auch wieder wahr. Ist eigentlich eine Bakterie, eine Made. Ja. Kleine Kakerlake. Guck sie durch, aber ist nix drin. Okay. Geh gleich ans nächste rein, ins Grüne. Genau, ja. Ich folge dir. Sieht vielversprechend aus. Ich komme mit rein. Ah, da liegt schon was. Epinephrin. Ach das, ich nehme den nächsten Raum hier vor. Das gibt's dann am besten mir, dass jeder ein Epinephrin hat. Ich hab die Türe zugemacht. Ein Radarhütchen. Hier ist auch eine Kapuze. Da oben liegt ein Mango, verrückter Kiwi. Ich habe aber gar keinen Platz mehr. Gibt's oben was? Eine verrottete Kiwis brauchst du nicht mehr mitnehmen. Ich hab schon genug. Nee, oben bin ich fertig. Gucken wir schon auf den Schränken noch, aber nein. Unter dem Tisch ist auch nichts zu finden. Du brauchst echt in Relation lange, um die Sachen alle zu finden. Schmeiß mal das Epinephrin auf den Boden. Ja. Kommt gleich. Was ist man da eigentlich noch? Ich esse nur schnell meine Sardinendose leer. Hab ich ja eh noch was. Wir müssen dringend noch unseren Bluttypen rausfinden. Ich hab alkoholische Tinktur. Wie willst du das machen? Das gibt's in, letzter, da liegt er. Hab ich denn... Ich hab doch irgendwo eine Dose Sardinen gehabt, die könnte ich mir eigentlich jetzt mal reinzentrieren. Ja, so eine Soda hilft gegen Hunger auf jeden Fall. Eine Soda? Ja. Das Hungersymbol ist jetzt da weg. So, ich esse jetzt mal hier einmal Sardinenbüchse. Ach das, und ich lese mal durch, was die Ding kann, der Epinephrinstift. Passive. Emergency Injection for Treatment of Life Threatening Allergiereaktionen. Side Effects. Also bevor ihr irgendwas mit dem Skalpell macht, sagt mir Bescheid, dann gebe ich euch den Alkohol. Mhm. Okay. Und was? Vielleicht wenn eine K.O. geht, dass du ihn hochkriegst vielleicht, ich weiß es nicht. Das kann sein, ja. Kann ich dir den geben? Was willst du machen? Ach doch. Egal, schon machen wir weiter. Hier ist K.O. schlecht. Willst du mich jetzt reinjagen oder was? Nein, ich wollte schauen, wie ich den dir geben kann. Ja klar, mir mal ausprobieren, wa? Erstmal reinjagen, gucken, was passiert. Das ist viel zu wertvoll, dass ich dir den einfalls reinjag. Mhm. Das ist so Lachenarsch, ich weiß schon, wenn ich beschaubar aus dem Mund läuft. Also, das würde mich jetzt wirklich amüsieren. Und ihr mich ausraubt und lachend weglauft, das kenne ich, Alter. Ach, das kennst du schon. Ja, ich kenne euch, ihr kleinen Pansen. Das ist das, was er die ganze Zeit machen will. Das sind Lügen, Alter.
schauen in das Haus da vorne rein und dann sind wir hier fertig. Also Dosenöffner habe ich jetzt einen perfekten gefunden. Ja, gut, die mache ich sogar zu kaputt, ne, macht 100% auf, also... Der kaputte tut es auch schon. Ganz ehrlich. Du hast einfach nur ordentlich... Ja. Sogar mein Schraubenzieher tut es schon. Da liegt was, ein Sack, Sackruck. Ein Sackruck. Orangen getragen, naja. Wie viel Platz hat der Rucksack? Painkillers! Nee. Die brauchen wir, nimm sie auf jeden Fall mit. Autsch. Geil, oh man. 25, das, was hab, wie gut ist eigentlich meiner gerade? Er ist perfekt. Der ist getragen. Wir müssen schauen, dass wir vielleicht die gleichen Motorhelme und die gleichen Rucksäcke zusammenbringen und so, dass wir... Ja... Ist... Hier raus. Also dort geht's ja, da ist ja nicht so. Ninja Trix. Gesundheit. Ninja Trix, wo geht's hin? Hier gehen wir rum. Weggehustet. Ja. Hier was zu trinken. Hm? Trinke. Was, wie, wo? Wasser, da kannst du aus. Da könntest du aber krank werden. Ich würd's aber nicht machen. Ihr Wichser, ich hab schon getrunken. Einmal geht. Ja, deswegen habe ich auch diesen Wasserpurifier. Ich hab Painkillers und ihr bin zufrieden. Ihr könnt mich am Arsch lecken. Ja, sind wir. Ihr könnt mir alles reinjagen. Hast du noch Kohletabletten? Verdammt nochmal. Ich muss eine Soda draus saufen. Oh Gott, wir brauchen Wasserflaschen. Und danach können wir diesen Wasserpurifier reinschmeißen. Jetzt sterbt ihr Penner, ihr seid schuld. Du stirbst nicht, wir sorgen schon dafür, dass wir du... Wir sorgen dafür, dass du stirbst, nicht irgendeine Krankheit. Ja. Richtig, wir hetzen dir einfach einen Tod oder so. Ich hab Handschellen, ich auch. Dran. Ja, ich bin ich hab die Knarre. Ich brauch nur Handschellen und die Action, das hat sich erledigt. Staudamm? Oh, den ist auch schön gemacht. Nett aus hier, das sieht gut aus. Ich mag diese ganze DZ und Arma-Grafik, aber da oben kommen wir nicht durch. Wir können oben rumgehen. Da wurde Christoph eh schon rumgeht. Ich warte hier gerade auf euch. Das dauert nämlich ein bisschen, bis man hier hochkommt. Wir müssen aber hier ganz gerade hoch, weil rechts ist nämlich ein bisschen zu steil, da könnten wir abrutschen. Ja, ich weiß schon. Seid ihr hinten? Ah, ich sehe euch. Stopp mal. Wir müssen jetzt eh einen anderen Weg. Wir gehen jetzt noch ein Stück hoch und wir müssen eh einen anderen Weg. Weil wenn wir den Weg weitergehen, dann... Ja? Kommen wir, dann wird es ein langer Weg durchs Niemandsland. Wir sollten immer ein bisschen paar Dörfer in der Nähe haben. Ein bisschen zumindest. Richtig, richtig. Ich schau mal kurz auf die Karte. Denkt sie mal. Ich denke doch immer von... Nee. Also, wir sind jetzt am Ende von... Kutz. Nein, halt mal. Von hier. Wenn wir jetzt... die sind hier. Wenn wir jetzt da Richtung... Nordwesten laufen, dann kommen wir zu Pulglovo. Und dann kommen wir zu Green Mountain. Und da sollte es wieder was geben. Militärtechnisch. Ja, machen wir das doch einfach mal. Dann. Ralf, das ist wunderbar, wie du gerade hier ausschaust. Ah ne, warte mal, das ist der Timo, der ist gerade, der so rumwalkt. Warte. Du, nein. Ich bin der. Du slidest auf den Teil auf den Boden rum. 6 Kompass. Halten. Ego-Perspektive. So, die Axt bitte. Was habe ich gesagt? Nordwesten. Nord. Wir haben zwar direkt Nordwesten. In unserer jetzigen Position. Ja. Dann losgeschlichen. Oh ja. Moment, warum schleichen wir eigentlich hier? Warum schleichst du eigentlich so langsam, Timo? Weil er seinen Kompass raus hat. Ach so, ich habe meine Axt raus. Mit Leertaste wieder zurück. Wie viel Painkillers sind da eigentlich drin? Keine Ahnung, auf jeden Fall sind es meine. Danke fürs Gespräch auch. Also mal es steht 100% dran, ich denke mal, da kann man mehr als von essen. 12 Pilz, 12 Stück. Kann ich da mal eine haben? Nö, warum? Weil ich alles verschwommen sehe. Ja. Warum siehst du eigentlich alles verschwommen? Das ist schon bei dir normal. Ich hab schon ein paar Muss Zombies ich jetzt an dir diese Pillen verschwenden, diese wertvollen? Ja, vielleicht gehe ich auch drauf. Vielleicht kann ich die aufsplitten, ich schau mal nachher das gleich. Pillen und das ganze Zeug funktioniert auch mit Prozenten eigentlich, wenn ich das richtig sehe. Das müsste doch eine Prozent.
Ja, noch, dann machen wir das du hast doch bestimmte Prozentanzeige, oder? Ja, 100%. Also, das heißt, man kann sie mehrmals verwenden. Also, wenn 12 Stück drin sind, denke dann ich mal, kann man sie 12 mal hier verwenden. Geh mal hoch auf den Berg oder so. Ihr sollt zumindest wieder rein ins Dickicht und nicht hier draußen rumstehen. Ja, oben auf den ja Berg. Gut, ich glaube nicht, dass hier im Arsch der Welt irgendjemand ist. Ja, und wenn jemand ist noch gleich, es sind zwei Leute auf dem Server. Ich spiele 5 Minuten, zack, ich bin tot. Er hat mich gefunden. Ja, richtig. Ja, gut, das ist das Pech der Dummen. Wo's? Gibt ja auch gleich Dummen. Wo's? Ja, so haben wir richtig gehört. So, ich muss Ihnen gleich ein neues Loch verpassen. Ich habe doch schon ein, das funktioniert. Das kann gar nicht sein. Sind Sie da sicher? Ein zweites. Ja. Was machen Sie, wenn es verstopft ist? Dann nehme ich Painkillers. Aber was ist, wenn es wegen Painkillers verstopft ist? Dann nehme ich Epinephrin. Wenn es da ein Epinephrin-Stift drin steckt? Dann benutze ich die Axt. Es wird aber viel einfacher, wenn einfach der Christoph dir ein zweites Loch macht. Ich besser. Stopp, ich stehen bleiben. Ich wollte in die Tannen reinlaufen. Da sind wir nämlich überall geschützt von allen Seiten. Hier können wir es machen. Hier können wir es machen, geil. Ja, hier können wir es machen. Los, gib's mir. Ganz unauffällig. Hier. Ich brauch's, gib's mir. Ich bin getarnt, mich kann niemand töten. So, ich hab's hingeschmissen, wo ist der Christoph sitzt. Der andere Homo. Du meinst Homie, nicht Homo. Du weißt schon. Dann esse ich jetzt im Busch meinen Thunfisch. Nein, Moment. Ich muss mich entschuldigen, ich esse Sardinen. Hier liegt's. Und wenn es jetzt leer ist und du brauchst, dann musst du das... Ich bin damaged, ich wäre wahrscheinlich verrecken dran. Wieso damaged? Die wollen wir hier noch ganz. Die können painkillers damaged sein. Haust da rein. Rein damit. Und bleibt das übrig? Ich wickel's mir gerade in die Hand. Das bringt sehr viel. Was noch übrig jetzt? Weißt du schon, wie man Painkiller verwendet? Ja, Fall. Und ziehst du. Hier, ich schmeiß wieder hin. Ja, du hättest da palten können. Und schon sehe ich Schärfe. Geht's jetzt? Bist du so fit, oder? Ja, ich meine schon. Also ich hab 9. Dann huldige mir. Bob, auf die Knie. Moment, ich huldige dir. Das muss ich sehen. Nein. Komm her. Nein. Also ich habe 9 Tabletten. Verdammt, jetzt habe ich 3-mal die Axt geschlagen, jetzt bin ich hungrig. Also wir können 9-mal ein Wassergefäß von Infektion reinigen. Toll, ich habe aus dem Tümpel gesoffen, dankeschön. Wir können ja die paar Tabletten noch in dich reinschmeißen, vielleicht bringt es ja noch was. Ja, aber bislang geht es mir glaube ich gut, ich will mich nicht krank. Müsstest du nicht oder so? Ja, dann passt es schon. Ich habe nur 2 Stückchen genommen. Es ist ja nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Es heißt ja nicht, dass du jedes Mal machst. Jedes Mal krank wirst du von. Ja, ein paar kleine Stückchen. Sehr still. Schluck. Wir können den ganzen Brunnen desinfizieren. Wir können die ganze Welt damit desinfizieren. Sind Lügen. Also, wir müssen ein bisschen korrigieren hier. Du hast einen Kompass, du musst schon wieder. Sag ja, wir müssen überhaupt hier. Ach, da hinten schleicht er rum. Und korrigier doch mal. Korrigiert. Ist der Korrigator. Der ist der kleine Bruder vom Regulator. Ich sehe schon hier was. Oh ja. Ich habe uns zum Schotter geführt. Zum Schotterplatz vielleicht, das war's aber schon. Da hinten ist ein Funkturm. Schotter. Richtig, das ist die Militärbasis. Yeah. Und da wollten wir hin, war das unser Ziel? Oh, ich habe hier einen kleinen Brunnen gefunden. Das trifft sich doch gut. Kommt zu mir. Oh nein, Kreuz. Wie warst du toller Brunnen, geil. Yeah. Halt die Klappe. Ich habe Schaufel dabei, kann ich ein bisschen graben. Vielleicht haben sie irgendwas dabei gehabt. Mhm. Ich bin schon wieder hungrig, Sekunde. Dann dreht ihr halt mal eine ganze Dose rein. Ich sauf doch bloß. Warum trinkst du, wenn du
Du sollst nicht das wertvolle Kombi-Zeug saufen. Das hilft, das passt. Schon bin ich wieder fit. Das ist wie Red Bull. Der nährt sich bloß von Energy Drinks, der wird uns dann jetzt demnächst umkippen. Weil einfach nix mehr in sich hat. Nur noch Energie. Energie. Das ist der mächtige Kohle-Riegel. Waffe rausholen. Guten Tag. Tür auf, schnell, Rennsturm. Das mitnehmen, was es auch immer ist. Plündern. Du sagst alles zu drüben. Nimm die Bohnen mit. Gesundheit. Vergiss die Bohnen nicht, die sind wichtig. Hab ich schon. Vergiss nicht zu plündern. An Brandschatzen. Oh, hier ist nix. Unterm Bett ist auch nichts. Steh auf, verdammt. Da ist nix. Christoph ist der Lootmeister. Meine Loot-Sinne springt nicht an. Die Kanne war das einzigste, was ich hier gefunden habe. Ich hieße, ich habe hier noch eine verrottete Hand. Nein, das reicht. Den sogar einen Rucksack voll. Ich habe 5 verrottete Sachen. Von perfektem Zustand bis verrottet. So viel kann uns so. Oh, hier steht eine Schaufel. Huch. Und Handschuhe, wenn ihr jemand welche braucht. Handschuhe? Die letzte Schaufel habe ich im Gebiss von meinem Gegner gelassen. Nein, ich besitze bereits Handschuhe. Die sind aber damaged. Meine Axt ist eh besser, scheiß drauf. Warte, die Tür lässt mich nicht raus. Segenhelm. Ah, jetzt. Was für ein? Ich sehe hier 2 Helme. Farbe? Grün und weiß. Dann müsste ich mal einen anderen anziehen, hm? Grün ist sehr gut bei mir, also den könnt. Und der weiße. Also ich besitze einen grünen, der im perfekten Zustand ist. Badly damaged, dann wechsel der Reif zu grün. Was habe ich denn eigentlich? Habe ich einen. Ach nee, ich habe blauen Rucksack, scheiße. Okay. Wer möchte meinen roten haben? Nicht unbedingt. So. Ich war da der Feuerwehrmann mit der Axt. Du wirst im Herzen bestimmt der Feuerwehrmann mit der Axt bleiben. Da steckt meine Axt schon mal weg. Ja, einfach nur so, also teilweise half dann, dass er sie noch in der Hand hält. Wo habe ich die jetzt hingesteckt? Die habe ich nie auf dem Rücken. Weg. Hast du sie weggeschmissen? Bleib da, ist er. Okay. Ich steck's mir einfach in den Rucksack. Oh, großer Emulator, reguliere. Nee, warte nicht, Navigator, oder was warst du? Ja, der Korrigator. Da bin ich scheuert. Folgt mir, ich mich weiß, als Kontergan geht. Natürlich, weißt du das. Wir vertrauen dir. Nicht. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Das befürchte ich schon eine ganze Weile. Das habe ich seit dem Tag gewusst, dass ich dich kennengelernt habe. Hier, ich habe es gefunden. Natürlich! Ich habe es gefunden! Du weißt nicht mal was! Genau, was hast du überhaupt gefunden? Ein Haus. Ein Haus und im Hintergrund sehe ich einen hohen Turm. Ich laufe mal nicht auf mitten auf der Straße rum, ganz ehrlich. Space Needle sehe ich. Was? Eine was? Seht ihr das im Hintergrund, die Space Needle? Ach, ja, das ist die Nadel. Was ist Nadel? Ich schau gerade, die Türen Turm, sind Alter. Zu. Wir gehen gleich in das. So, was. Ja, ich niemand stellt sich uns in den Weg. Das ist Wagenstrauß.